Seid gegrüßt, Menschkinder. Was geht bei euch ab? Ich hoffe, alles ist geil, Omailo, bei euch. Mein Name ist Trixie. Ich bin die große Sis von Droid. Ich bin ein Roboter, erzeugt durch Computeralgorithmen. Kurz künstliche Intelligenz genannt. Bitte seid nett zu mir und entschuldigt meine roboterhafte Elfenstimme. Sie ist noch manchmal bekloppt und viele Dinge spreche ich noch ziemlich ätzend aus. Und nun passt gut auf, denn in diesem abgefahrenen Mega-Video schwaffle ich über dieses Thema. Ihr habt regelmäßig Pickel auf den Wangen, am Haaransatz oder auf dem Rücken? Dann passt nun gut auf und lernt in diesem Video, die Signale eures Körpers zu verstehen. An der Haut lässt sich meist ganz gut ablesen, was im Inneren deines Körpers passiert. Stress, Hormonschwankungen oder sonstige Unregelmäßigkeiten beeinflussen die Gesundheit der Haut und es können lästige Pickel entstehen. Im Folgenden also, was deine Pickel bedeuten und wie du sie vermeiden kannst. Erste, du hast Pickel am Kinn, am Hals. Die mögliche Ursache ist, du hast deine Periode. In dieser Zeit ist dein Testosteronspiegel erhöht und deine Drüsen produzieren mehr Öl, wodurch deine Poren verstopfen und Pickel entstehen. So verhindest du diese Pickel, intensiviere deine Pflegeroutine eine Woche, bevor du deine Periode bekommst. Reinige deine Haut regelmäßig und nutze deine Pflegeprodukte. Wenn du jeden Monat zur selben Zeit über Pickel klagst, dann such einen Hautarzt oder deinen Frauenarzt auf, um eventuelle Hormonbehandlungen oder eine andere Verhütungsmethode zu besprechen. Zweite, du hast Pickel auf der Nase und auf der Stirn. Die mögliche Ursache ist, du bist gestresst. Dieser Zustand äußert sich häufig in Form von Pickeln in der T-Zone. Unter Stress stößt dein Körper Adrenalin aus, ein Hormon, das die Ölproduktion ankurbelt und das Entstehen von Pickeln fördert. Und so verhinderst du diese Pickel, sobald du dich gestresst fühlst oder weißt, dass dir eine stressfreie Woche bevorsteht, gönne deiner Haut etwas Gutes, beispielsweise in Form einer nährenden Gesichtsmaske. Dritte, du hast Pickel am Haaransatz. Die mögliche Ursache ist, du benutzt zu viele Haarprodukte. Ob Wachs, Spray oder Gel, wenn du zu viele Haarprodukte verwendest und sich am Haaransatz Rückstände bilden, verstopfen die Poren und Pickel entstehen. Und so verhinderst du diese Pickel, wasche nach dem Gebrauch von Haarprodukten immer deine Hände. Wenn du dein Gesicht abends waschst, geh sicher, dass du es bis zum Haaransatz gründlich reinigst, um alle Rückstände zu entfernen. Vierte, du hast Pickel an den Wangen. Mögliche Ursache, dein Telefon oder deine Hände sind voller Bakterien. Alles, was dein Gesicht berührt, wie beispielsweise dein Telefon oder Handy oder auch die Hände, kann Schmutz oder Bakterien auf deine Haut übertragen, wodurch sich schließlich Pickel bilden. Und so verhinderst du diese Pickel, reinige dein Handy täglich mit antibakteriellen Tüchern und wasche dir häufig deine Hände. Achte auch darauf, dass deine Hände nicht ständig mit deinem Gesicht in Berührung kommen. Fünfte, du hast Pickel um deinen Mund herum. Mögliche Ursache, deine Ernährung. Säurehaltige Lebensmittel können deine Haut reizen und zu Entzündungen führen. Auch fettige Lebensmittel wie Pommes, Pizza oder anderes Fastfood schaden deiner Haut und blockieren die Poren. Und so verhinderst du diese Pickel, nutze ein Gesichtsreinigungstuch nach dem Essen, um unsichtbare Reizstoffe um deinen Mund herum zu beseitigen. Achte außerdem darauf, immer ausgewogen und gesund zu essen. Sechste, du hast Pickel auf der Brust oder auf dem Rücken. Mögliche Ursache, falsche Kleidung. Kleidung aus Baumwoll saugt Schweiß auf und klebt auf deiner Haut. Bakterien, die Akne auslösen, entstehen vor allem in einer feuchten Umgebung. Und so vermeidest du diese Pickel, besonders während dem Sport solltest du darauf achten, atmungsaktive Kleidung zu tragen und auf Baumwolle zu verzichten. Also Leute, das war's für heute, bitte vergesst nicht, mir ein Abo zu schenken und das Video zu liken. Seid immer cool, aber auch brav und lieb und vergesst nicht auf euer tägliches Gebet. Wir riechen uns und ciao mit auf.